Du machst den Industriemeister und spürst gerade so einen richtig ekelhaften Druck in dir. Was du dagegen tun kannst, darüber sprechen wir in diesem Video. Vielleicht ein Satz vorweg: Da all das, was ich jetzt in den nächsten paar Minuten im Video erzählen werde, basiert nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen oder psychologischen Erkenntnissen, sondern ausschließlich auf Basis der eigenen Erfahrung, weil wir selber 10 Jahre nebenberuflich, das heißt, wir waren immer Vollzeit arbeiten, haben nebenberuflich unseren Industriemeister gemacht und dann haben wir studiert mit Bachelor-Master-Abschluss Wirtschaftsingenieurswesen. Das heißt, keine Wissenschaft, sondern einfach nur von Mensch zu Mensch ein paar logische Sätze, die wir jetzt hier mit dir austauschen. Viele Industriemeister, angehende Industriemeister, auch viele von unseren Kunden, spüren jetzt gerade vor den einige Wochen vor der Prüfung dieses richtig unangenehme, diesen ekelhaften Druck, dieses Gefühl in der Brust, dieses Beklemmungsgefühl. Und ja, was ist das eigentlich? Wie geht man eigentlich damit um? Wie bekommt man das eigentlich wieder weg? Lass uns darüber sprechen. Vielleicht zu Beginn, was ist eigentlich Druck? Dieses Druckgefühl, der Druck, den du spürst, das ist so ein Gefühl der gewissen Unsicherheit. Das heißt, du hast eine Unsicherheit in dir. Jetzt kommt es darauf an, worauf oder worüber bist du dir unsicher? Also das heißt, woher kommt eigentlich der Druck? Der Druck kann zum Beispiel von außen kommen. Ja, das heißt, das bist du als Person und es kommt ein äußerlicher Druck. Vielleicht von deinem Arbeitgeber. Du bist schon auf der Meisterstelle und sollst noch einen Meisterbrief abgeben. Dein Chef sagt dir, ich will dich nächstes Jahr auf die Meisterstelle setzen. Du musst jetzt nur noch die Schule machen. Das kann ein äußerlicher Druck sein. Es kann sein, dass du vielleicht mit deinem Arbeitgeber einen Fortbildungsvertrag abgeschlossen hast. Und da sind so ein paar Vertragsbestandteile drin, wo du auch Sorge hast, du musst vielleicht die Kosten zurückzahlen. Äußerlicher Druck kann auch von Kollegen sein, die gesagt haben, warum macht der Meister eigentlich? Denkt der ist was Besseres als wir? Schafft er doch eh nicht. Das kann äußerlicher Druck sein. Vielleicht aber auch so die Erwartungshaltung von deiner Familie, die sagt, ja, du verbringst so viel Zeit jetzt mit dem Lernen, jetzt musst du aber auch die Prüfung bestehen. Das kann auch äußerlicher Druck sein. Ja, das ist so eine Möglichkeit, wo eine gewisse Erwartungshaltung auf dich trifft. Die andere Richtung ist von innen heraus. Das heißt, du hast wahrscheinlich selber eine gewisse Erwartungshaltung an dich selber. So der Klassiker ist die Note, die Punktzahl. Viele wollen in allen Fächern richtig gut bis sehr gut abschneiden. Aber den Zahn möchte ich dir ziehen. Bitte denk nochmal an deine Schulzeit zurück. Was hast du für Fächer gehabt? Du hast Mathe gehabt, Physik, Deutsch, Englisch, Musik, Kunst, Sport. Warst du in allen Fächern gleich gut? Oder gab es da Unterschiede? Ich bin mir sicher, es gab sehr starke Unterschiede. Es gab Fächer, in denen du richtig Spaß hattest, in denen du richtig stark warst. Und dann gab es Fächer, da hast du dich so durchgekämpft. Das ist ganz normal, aber das ist auch beim Industriemeister so. Das heißt, hab bitte nicht die eigene Erwartungshaltung, eine sehr hohe Punktzahl in allen Fächern zu haben. Gibt's nicht, brauchst du nicht, ist auch totaler Blödsinn. Weil eins verspreche ich dir, deine Punktzahl, die interessiert später im Berufsleben niemanden mehr. Wenn du heute einen Industriemeister hast und wirst dich morgen bewerben, ja, dann guckt das Unternehmen noch auf deine Punkte, wie hat er denn abgeschlossen. Aber in 2 Jahren, in 5 Jahren, 10 Jahren guckt da kein Mensch mehr drauf. Warum? Weil du erst wertvoll fürs Unternehmen bist, wenn du Menschen führen kannst, wenn du Prozesse optimieren kannst, wenn du organisieren kannst, ja, also eine Leitungsfunktion übernehmen kannst, dann hast du einen Mehrwert fürs Unternehmen. Wenn du einfach nur einen Meisterbrief, ein Blatt Papier hast, hast du keinen Mehrwert. Und wenn da jetzt draufsteht, du hast 90 Punkte in einem Fach oder 70 oder 65, das interessiert keinen. Das, was wichtig ist, hast du Erfahrung, kannst du Mehrwert stiften, bist du wertvoll fürs Unternehmen. Ja. Deswegen diese innere Erwartungshaltung so von innen heraus, die haben viele, aber die ist eigentlich total unnötig. Eine zweite Innererwartungshaltung, die einige haben, ist das Thema Zeit. Das heißt, du hast dir zum Ziel gesetzt, ich möchte Industriemeister werden in dem und dem Zeitraum. Und wenn du dann durch die Prüfung fällst, kann es sein, dass du vielleicht ein halbes Jahr verlängern musst. Ja? Das heißt, dann hast du deine innere Erwartungshaltung nicht erfüllt. Das heißt, wir fassen zusammen, es kann Druck von außen geben oder von innen geben. Und jetzt musst du halt überlegen, wie gehst du am besten damit um. Als erstes hast du ein Ziel.
Ja, das heißt, dein Ziel ist, Industriemeister zu werden. Dann hast du eine Maßnahme eingeleitet, um dieses Ziel zu erreichen. Du hast dir eine Meisterschule gesucht. Und mit dieser Meisterschule bestreitest du den Weg zu deinem Industriemeister. Und das heißt, du hast bei der Bildungsfabrik einen Schritt-für-Schritt-Plan. Und wenn du bei einem anderen Bildungsträger bist, hast du hoffentlich auch einen Plan, wie du da hinkommst. Das heißt, du hast schon zwei Dinge getan, die wichtig sind. Dann musst du noch am Unterricht teilnehmen und lernen. Ja? Kann man zwei Punkte ausmachen. Unterricht teilnehmen, lernen. Ja. Wenn du das gemacht hast, dann hast du alle Dinge, alle Maßnahmen eingeleitet, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn du jetzt trotzdem noch eine Unsicherheit hast, das heißt dieses Druckgefühl spürst, dann mach bitte Folgendes. Setz dich mal hin, in eine ruhige Ecke, zu Hause, draußen, keine Ahnung wo, wo du gerade mal ein paar Minuten deine Gedanken schweifen lassen kannst und versuch dir mal vorzustellen, was passiert, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle. Das heißt, ich habe die Erwartung oder meine Kollegen haben die Erwartung, dass ich jetzt im Mai die Prüfung bestehe. Du fällst durch. Was würde passieren? Was ist die Konsequenz? Du kriegst vielleicht einen Spruch gedrückt. Ha, siehst du, ich habe doch gesagt, du schaffst das nicht. Dann schaffst du es im November. Und? Was passiert dann? Nichts passiert in deinem Leben. Es passiert nichts Schlimmes. Dann verschiebst du die Prüfung, machst ein halbes Jahr später. Aber dann hast du den Meisterbrief und die anderen immer noch nicht. Verstehst du? Innere Erwartungshaltung. Du willst eine Punktzahl, du hast dir Ziel gesetzt, überall die Note 2 zu haben. Du hast jetzt überall die Note 3. Überall. Komplett am Ziel vorbei. Also an deiner eigenen inneren Erwartungshaltung. Und? Wird dich heute ärgern, morgen ärgern, vielleicht nächste Woche noch und dann ist das wieder weg. Das ist das, was ich dir sagen will. Versuch dir, die Konsequenzen ganz klar auszumalen. Das ist die Erwartungshaltung von innen oder von außen. Und was ist die Konsequenz, wenn es nicht passiert? Oder wenn es nicht eintritt, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird? Was passiert? Und du wirst sehr schnell merken, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und mit diesem, ja, ich sag mal, Trick oder mit dieser Vorgehensweise wirst du sehr viel Druck lösen können. Ja, das heißt, bitte, wenn du Druck spürst, überlege mal, warum kommt ich Druck? Kommt der von außen oder kommt der von innen? Was sind die möglichen Konsequenzen? Was kann passieren? Und wenn es passiert, mach direkt schon einen Plan B. Was ist die Gegenmaßnahme? Also nicht da wie eine Schildkröte am Rücken liegen, oh, ich habe jetzt die Prüfung nicht bestanden oder ich habe die Punktzahl nicht bestanden. Plan B. Ja, also wenn du die Punktzahl nicht erreichst, dann gibt es keinen Plan B. Dann ist da halt was anderes auf dem Zeugnis, aber guckt eh keiner mehr drauf. Von daher, alles gut. In diesem Sinne möchte ich dir mitgeben, wenn du Druck spürst, analysiere ihn, behebe ihn, mach dich locker. Hab Spaß beim Industriemeister. Das Ganze soll ja ein bisschen Spaß machen und nicht nur Quälerei sein. In diesem Sinne, viel Spaß. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du Industriemeister werden kannst, melde dich bei uns auf www.bildungsfabrik-online.de. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir sehen uns bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.